Hallo Leute, da sind wir auch schon wieder. Ja, ich habe hier aus dem netten Ding mal unsere Armor schon rausgenommen. Die haben wir jetzt nämlich hier. Und wie ihr seht, ich habe sie auch schon ein wenig benutzt. Ich habe nämlich schon ein paar Mystcraft-Welten geladen, dass man einfach gleich da mal rüberreisen kann. Aber da kommen wir dann etwas später zu. Zuallererst bräuchte ich, Moment, was hatte ich schon rausgenommen? Die Enderperlen habe ich schon. Dann brauche ich das Rezept für Tesseract Frames. So, ein Dia, Zinn und Hardened Glas. Das sollte nicht so schwer sein. Zwei Stück. So. Und ein bisschen Hardened Glas. Oh, verdammt. Ja gut, machen wir gleich 4 fertig, ist ja egal. So viel Enderperlen habe ich sowieso nicht, also 2 kann ich gleich hier lassen. Gut, also wir müssen dringend Enderperlen finden. Ganz wichtige Sache. Ui, tschuck. So, dann einmal hier hin. Na lad, genau, Magma Crucible. So, dann lassen wir den die mal laden. Und ich zeige euch mal spontan die Welten hier. Also ich habe die schon alle einmal besucht quasi, habe da schon überall ein Linking Book aufgestellt. Und ich denke, da gibt es eine, die ist ganz interessant für Quarry und da gibt es auch eine, die ist sehr interessant zum Suchen. Und ich denke mal, so werden wir das dann auch machen. So. Dann schauen wir mal, wie weit die beiden Tesseract Frames sind. Ah, einer ist gerade schon am Befüllen und der zweite müsste auch gleich. Ja, der kommt dann gleich hinterher. Perfekt. So, die wandeln wir jetzt in Energie-Tesseracts um. Dafür brauchen wir. Boah, na lad. Diese Conductance Coils. Ein bisschen Elektrum, Silber und Blei. So. Machen wir doch glatt. Ich hatte schon die Fernbedienung, glaube ich, weggepackt. Ja. Weil ich die drüben in den Welten nicht verlieren wollte. Aber ich dachte mir danach, ja, das ist so öde für euch. Wenn man da die ganze Zeit quasi nur am Weltenladen ist, darum habe ich wirklich gleich ein paar vorgeladen und dachte mir so, die gucken wir uns dann gleich mal an. Sind auch interessante, wie gesagt, dabei. So. Habe ich noch Conductance Coils? Habe ich noch. So. Ein bisschen Silber, ein bisschen Lead und 2 Elektrum. So, und wir kriegen 2 Energy Tesseracts. So, eins hänge ich jetzt hier gleich mal unten mit rein. Das hänge ich hier einfach ans Ende. Klack. Machen wir auf Device 1. Energie, Save und bitte auf Send Only. Dankeschön. Dann kann man nämlich da auch noch eins bauen für die Farm und so weiter. Dann haben wir das wenigstens schon mal hinter uns. Sehr gut. Ja, mit dem richtigen Material geht sowas immer relativ flott. Das ist der Vorteil. So, dann hätte ich gern noch davon welche. Okay, so. Also, ich weiß gar nicht, was ich jetzt drin habe. Ich jetzt 16K-Module drin? Ne, 4K alles. Weil wenn wir jetzt zugeschüttet werden, dann sollen die möglichst auch nicht überlaufen. Oh. Das wäre nämlich echt ärgerlich. Gut, dafür brauchen wir Storage Cells. Diese Storage Cells haben die, okay. Also davon brauchen wir bei 4 Modulen. Oh, nein, das war falsch. Bei 4 Modulen 12 Storage Cells erstmal. Das heißt, ich brauche 12 Prozessoren. Habe ich schon wieder nur noch 6, okay. Gut, dann hüpfen wir mal flott nach, obwohl. Oh, das könnte echt knapp werden. Ich mache erstmal nur 2.
irgendwo wieder was gespawnt oder ist es in der über mir? Ja. Nicht, dass mich hier ein Zombie überrennt oder so. Muss ja jetzt auch nicht sein. So, klack, 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 klack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ja. Gut. Ich hoffe, das reicht alles für zwei noch. Und ja, die könnte man auch einpflegen, aber dafür haben wir momentan einfach zu wenig Quarz, als dass ich mir darum Gedanken machen will. Brauchen wir also nochmal zwei Basic-Prozessoren. Habe ich noch Silizium? Ja. Gold. Redstone. Und ein Quartz Cutting Knife, was ich wahrscheinlich nicht habe, also brauche ich jetzt nochmal Quarz, zwei Stück. Ich überlege gerade, wie das war, und Sticks. Dann müssen wir gleich mal gucken. Das war, glaube ich, so. Oder so in der Art. Toll, wenn man sowas ewig nicht baut. Da. Ach, noch ein Eisen drüber, okay. Ihr habt es natürlich gewusst. Ich nicht. Gut. Hm, komm. Aber gleich 16 Stück. Dann haben wir die auch erstmal. Und der Vorteil ist ja, durch den Induction Furnace hier unten geht es ja alles ruckzuck, also da braucht man ja nicht großartig lange darauf warten. Gut. Da müssen wir auf jeden Fall ein System mit einbinden. So. Das war außer Glas. War das was? Glas, Redstone, Eisen, okay. Oh, Moment. Glasprozessor, Redstone, so. Einmal Glas. Und Redstone. Zwei Stück, sehr gut. Jetzt noch der letzte Schritt. Ach, ich liebe es echt. Vor allem sind das so blöde Rezepte. Glas. Und es wird in der nächsten Version nicht besser. In der 1.5.2er ist es richtig lustig. Nämlich noch um einiges komplizierter, weil man da mehrere Quarzsorten für braucht. So, zwei Stück, perfekt. Und die schmeißen wir dann gleich mal hier mit rein, die sind ja komplett leer. Die anderen sind so gut wie voll, aber egal. Und dann sollte das erstmal auch genügen für unseren lieben netten Quarry, um alles abzubauen. So, jetzt ist es mitten in der Nacht und ich stehe hier unten im Keller rum. Super. Okay, ich habe das. Dann hole ich erstmal alles rüber. Und ich würde sagen, wir verkrümeln uns dann einfach mal in eine andere Welt. Solange ich überlebe, hier rauszugehen. Was ich noch zu bezweifeln wage. Ne, geht Tatsache. So, und zwar würde ich sagen, fangen wir in der Welt an, die ich jetzt persönlich am sinnvollsten als Quarry-Welt empfinde. Dafür brauche ich aber erst nochmal ein bisschen Kabel, um einen Frame zu bauen. So. Und zwar denke ich, dass es diese hier ist. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Extreme Hills Edge hat ja zufällig noch mehr Smaragde mit drin und dementsprechend lohnt es sich natürlich gleich doppelt. Das ist eigentlich eine ganz normale, blöde Welt, die halt nur aus Extreme Hills Edge Biomen besteht. Eigentlich schon ganz cool gemacht, muss man ja mal sagen. So, und ich will natürlich den Quarry auf maximaler Größe, wenn es geht. Deshalb wird es alles ein wenig lustig.
Habe ich jetzt eigentlich einen Stick dabei? Ja, perfekt. So. Gut, jetzt habe ich die Fernbedienung doch mitgenommen. Okay, ich würde auch sagen, wir machen das relativ in Nähe, nur ein bisschen höher, damit wir nicht in irgendwelche Probleme kommen. Klack. Schalter. Sehr gut. So, und damit ich euch hier nicht ewig jetzt was vorbauen muss, gehe ich einfach direkt ans Ende. Schnapp mir hier ein paar Kabels. Dann hoffen wir, dass es die richtige ist. Die richtige Ebene. Ist eine zu hoch. Na komm schon. Sehr gut, okay. Dann eine hier hin. Und dann brauchen wir noch eine da drüben. Die wird wahrscheinlich recht lustig, weil die irgendwie mitten über dem Wasser ist. Oh, und mitten in unserer Spawn Area. Das geht natürlich nicht, also müssen wir in die Richtung gehen. Da wird er zwar ein Stück Berg mit abbauen müssen, aber das ist mir dann relativ egal. Oh mein Gott, was ist hier für eine Monsterversammlung? Ist doch ein Witz, oder? Ihr habt doch echt Langeweile. Ja, na klar. Dass du hier ankommst, war klar. Tschüss. Ich weiß auch nicht, ob das so eine Immer-Tag-Welt ist. Dementsprechend könnte es natürlich sein, dass die Monster hier gar keine andere Chance haben zu spawnen, als in diesen blöden Höhlen da. So. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann hoffen wir nur, dass die jetzt nicht zu weit auseinander sind. Schalter aus und Test. Oh. Mensch, etwas, was auf Anhieb funktioniert, kann eigentlich nicht gut sein. Gut. Quarry. Tesseract. Ender Chest. Ich weiß gar nicht, ob der direkt in die Ender Chest abgeben kann. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Ob man die einfach draufstellen kann. Aber das werden wir ja gleich sehen. So. Stellen wir die einfach mal oben rauf. Ist auf weiß, das weiß aber ja sowieso. Und, ach so, genau. Für alle, die gesagt haben, ich brauche einen Chunkloader. Hier steht auch, the quarry at bla 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 will keep 25 Chunks loaded. Das heißt, er lädt automatisch diese 25 Chunks, die hier betroffen sind. Toll, oder? So. Receive only. Energy. Play. Okay. Oder auch nicht. Okay. Natürlich, ich weiß, wo wir einen Chunkloader brauchen. In unserer Base. Das wäre natürlich schon sehr günstig. So, dann einmal zurück. Einmal kurz ins Bettchen. Weil ansonsten kann ja hier schwer was übertragen werden. Dann wird zwar der Quarry geladen, aber nicht so. Könnte jetzt allerdings auch kompliziert werden. Mit den Dias und so habe ich alles gehabt. Ach, nur einer in der Perle. Gut, okay. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Obsidian. 4 Stück. Ein Buch. 2 Diamanten. Obsidian. Dia,
Dann brauchen wir ein bisschen Gold. Okay, also für den Fall, dass dieser Chunkloader gemeint war, nehme ich natürlich alles zurück. Ich bin ja immer ausgegangen davon, dass wir hier sind, dementsprechend. So, okay. Den batsche ich jetzt einfach mal hier hin. So. Ah, sieht gut aus. Sollte alles geladen bleiben. So, und dann nochmal zurück. Oh, und spontan ist es Nacht hier. Aber ganz anscheinend passiert trotzdem noch nichts. Das finde ich ja jetzt nicht so schön. Kurz disablen und enablen. Wo liegt der Fehler? Der baut ja aber auch wirklich nichts ab. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken, ob der Tesseract vielleicht zu Hause eine Macke hat. Aber vorher schalte ich hier mal das Wasser aus. Es kann auch durchaus sein, dass er das nicht mag. Aber es sollte eigentlich nicht das größte Problem sein. War schon ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen arg merkwürdig. Na gut. Erstmal hier Gebiet markern. Tschüss, ich bin gar nicht mehr da. So. Immer diese blöden Spinnenviecher. Das ist jetzt natürlich sehr interessant. Okay, der kriegt also auf jeden Fall Energie. Das funktioniert soweit auch. War der nicht angeschaltet? Das wäre natürlich extrem ärgerlich gerade. Aber das kriegen wir ja gleich raus. So. Und jetzt schnell fliegen, damit die uns die Spinne nicht holt. Naja, war so klar. Oh, ein Enderman. Den schnappen wir uns, wenn es geht, aber noch. Nein! Du kannst doch nicht einfach abhauen. Okay, dann hau halt ab. Aber warum hier der Tag-Nacht-Wechsel so krass ist? Ah ja, jetzt passiert doch was. Okay. Also hatte ich es spontan nicht angeschaltet, was ja auch total sinnvoll ist. Oh Mann, so. Jetzt baut er hier eine kleine Höhle raus. Oh, der ist aber recht flott, muss man sagen. Nee, nee, komm, stirb einfach. Na gut, er kriegt ja auch ordentlich Energie, also die Energieversorgung sollte definitiv nicht das Problem werden. Nein, bau doch nicht das gute Zeug ab. So, ich warte jetzt nur noch, bis er hier den Frame gesetzt hat, weil das ist ja ein Riesenteil. Das wird ja Ewigkeiten dauern, bis er den bis zum Boden abgebaut hat. Und dementsprechend wird es auch ziemlich lange Probleme geben, weil wir werden auf jeden Fall mehr Discs brauchen, wenn wir nicht drum rumkommen. Na, Creepy? Oh, das war ja ein netter Versuch. So, okay. Da kommt schon der Rahmen. Na, und hier sind wir recht sicher, wenn uns kein Skelett abschießt. Na, das sind jetzt schon spontan einige Chunks. Oh oh. Entschuldige. Oh. Das war gut. Also manchmal ist Warpal ja doch eine ganz nette Sache. Mit was für Rüstung rennt ihr denn hier alle rum? Hilfe! Was ist denn hier los? Hier ist doch... Oh Gott, ihr wollt mich doch verarschen. Vor allem das hier will mich verarschen.
Hilfe! Oh Gott, das ist jetzt echt ein Oberjoke hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, da sind ja einige Wex-Maps einfacher gewesen. Meine Güte. Ich hätte gerne meine EP noch. Boah, das ist echt... Das Wie haben sich denn hier versteckt? Könnte man ja einen Mob-Grinder bauen. Okay, so. Hilfe! Ah, okay, ich sehe es auf der Map. Oh mein Gott! Das ist doch echt ein schlechter Scherz gewesen gerade. Aber wenigstens funktioniert's. Und wir haben die Taschen sowas von voll mit Zeug, das gibt's gar nicht. So, wir können ja jetzt mal gucken, ob jetzt hier irgendwas passiert. Dass hier irgendwie was abgebaut wird. Das sieht fast so aus, ja. Und kommt direkt rein. Perfekt. Und drei Enderperlen haben wir auch schon wieder. Besser jeder doch ja nicht. So, Zeug hier alles rein. Die Rüssi, da müssen wir uns mal was anderes für einfallen lassen. Die werde ich wahrscheinlich irgendwie verarbeiten müssen. Weil ansonsten wird das System schneller überlaufen, als man gucken kann. So. Ja, und dann kann er jetzt hier fleißig abbauen. Und wir haben einen Dauersupport an Zeug. Jetzt gehen wir nochmal kurz gucken, wie das bei uns zu Hause aussieht, ob wir dann noch einen zweiten Abruf brauchen oder nicht. Boah, ey, dieser Kampf gerade. Da spawnt wahrscheinlich alles, was an Monstern überhaupt noch spawnen kann. Unglaublich. So. Na los, ich will hier was sehen. Ah, okay. Ja, kommt auf jeden Fall mit hinterher, das ist kein Problem. Solange es nicht zu viele verschiedene Materialien werden. Das Problem, was jetzt noch kommt, ist, dass halt irgendwann die Module überlaufen, weil er wird jetzt hier schon die ersten benutzt haben, genau. Okay, so. Quarry steht, Dauersupport an Sachen haben wir damit auch erstmal gewährleistet. Wir haben also eine vernünftige Stromversorgung, wir haben vernünftigen Support an Items und Materialien. Dann werden wir uns wohl das nächste Mal mit Büchern beschäftigen. Und ja, ich werde mir ein Thema ausdenken, worüber wir reden können, dass wir dann erstmal die Müskoffetten abfliegen. Die anderen haben wir jetzt leider nicht geschafft. Ich habe da noch eine sehr coole, die ich, glaube ich, nutzen werde. Das ist eine Wüstenwelt, eine flache, beziehungsweise Wüste-Plains irgendwie gemischt. Und da kann man, glaube ich, ganz gut suchen. Aber für heute soll es das dann erstmal gewesen sein. Wir haben ein bisschen was erreicht wieder mal, glücklicherweise. Und zwar haben wir jetzt erreicht, dass unser System bald wahrscheinlich knüppeldicke voll ist mit Müll. Vor allem mit Cobblestone und so. Aber naja, was soll's. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.